Was geht ab, YouTube? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei True Farm in der Zeitzeugengeschichte von Stefan Schmidt und immer noch am Ernten. Hey ho! Ja. Yeah. Mit dabei ist immer noch der Paul. Ja. Wir rocken heute alle vier Folgen. Oh. Schön am Kobein hier. Und ich am Ernten. Ich glaube, wir machen heute beide nichts anderes. Oh, ich bin gleich fertig. Okay. Werde ich mal Akkusender nerven, dass ich einen Kalkstreuer haben will. Ja, kannst du gerne machen. Kalkstreuen will und dann stelle ich noch ein bisschen Kalkstreuen, glaube ich. Kannst du ja machen. Ja. Kannst du aber auch unseren Kalkstreuer nehmen, ne? Boah, den nehme ich sonst auch. Ja. Also mein Guido fragen, wo man ihn ein bisschen nerven kann. Ja. Aber der macht mich mit seiner Frau dann bei der LU. Nur wenn er das sagt, dann kann ich das ja auch machen. Ja, ja. Jetzt habe ich nur noch diese lange Bahn vor mir. Ja, aber dann bist du ja bald fertig. Ja. Ich sag jetzt mal max 5 Bahnen. 6. Ja, relativ schmal da nachher. Ja. Kannst du heute ja doch noch zum anderen Hof kommen. Ich hab ja noch euer Rapsfeld. Noch ein Rapsfeld? Ja. Welches denn? 8. Ja. Oder sind noch nicht erntereif? Nee. Haben wir gerade erst angesehen, ne? Ja, wo steht das drin zum Ernten? Das habt ihr dieses Jahr schon mal geerntet. Gerade frisch angesehen. Ach, sollte angesät werden. Ja, steht doch gerade drin und sehen, ja. Ja, ist aber schon fertig, glaube ich, oder? Nee, nee, genau, müsst ihr doch ansehen. Genau. Ja. Dann kann ich dann noch auf das Rapsfeld vom Ahnenhof, vom Rehbachhof. Aber ich glaube, da werde ich mal mit dem Fritz tauschen, dann kann der sich mal um den Drescher setzen. Weil mir so tut langsam hier der Pubis weh. Aber ist da kein Massagestuhl drauf, oder? Nee, der ist ja schon mal älter, der Drescher. Der Drescher. Deswegen. Investitionsstau. Ja. Neuer Drescher fällig. Das ist aber den Rest kriegst du noch in die Anhänger, ne? Ich würde jetzt mal so grob sagen, ja. Sonst musst du anrufen. Ja. Beim Landhandel. Ja, mach das. Viel Erfolg. Ja, danke, gleichfalls. Gerne. Oh, da steht der Kalle.
der Langeweile hatte, mir bei der Arbeit zuguckt. Bestimmt. Hallo Hey Kalle! Stefan, komm runter da vom Bock. Oh. So, komm ran hier. Was ist los? Ich hab hier geschmierte Brötchen und Kaffee für dich. Oh, du bist ein Schatz. Ja. Oh, das ist lieb. Dankeschön. Was kriegst du dafür? Nix, alles gut. Wie komme ich denn zu der Ehre? Auch allgemein, Erntesaison, weißt du, da fahre ich mal rum und Ja, hier gucke steht's auch mal. schon den ganzen Tag auf dem Bock. Mir tut auch langsam der Puppes weh. Ja, ein bisschen Pause muss mal sein. Ja, ich hatte auch Wo gerade ist denn der eben. Fritz? Der ist auch unterwegs. Ja, wo? Der war bis gerade eben auf Feld 4 unten Kartoffel ernten. Aber ich sehe gerade, der ist in unserem Auftragsbuch am Arbeiten. Also scheint er am Hof zu sein. Ach so, Ja. naja, sonst hätte ich dem auch noch was vorbeigebracht. Du kannst da gerne mal anrufen bei ihm. Ja. Ne, aber wie gesagt, wo der jetzt gerade aktuell genau aussieht, kann ich dir nicht sagen. Ja, nee, Ne. ist gut. Aber vielen Dank, Kalle, sehr lieb Ich von dir. Ich werde mir schnapp da. dir noch zwei oder so. Und dann steckst du in die Perfekt. Hosentasche. Ja, ist ein bisschen blöd in der Hosentasche. Ja. Ne, danke. Kalle, ich muss aber weiter. Sei Ja, mir nicht mach böse. dann. Ja, Ne, ja. der. Viel Erfolg. Ich. Ja. Muss weiter. Tut mir leid, Ja, Kalle. tschüss. Bis dann. Ah, das war aber lieb vom Kalle. Machen wir direkt weiter. Umso schneller werden wir hier fertig mit gutem Essen. Ja. Die Brötchen sind auch sehr gut. Ich glaube, ich muss da morgen früh mal eine etwas größere WhatsApp schreiben, weil ja, ich kriege die Bahn jetzt noch runter, ohne dass ich jetzt voll bin. Fahre ich mich so hoch und fahre dann gleich hier direkt. Ja. Dann kann ich nämlich leer machen. Ich glaube, für den Rest dann. Da kann man ja immer noch in der Mitte, als sie steht. Wäsche noch leer. Dann müsste nämlich der Rest eigentlich da komplett reinpassen. Na, Stefan, wie läuft's? Ja, ich habe gerade mal leer gemacht, damit ich jetzt die restlichen drei Bahnen, würde ich jetzt auch sagen, hier reinkriege in den Drescher. Aber das kriegst du ja auch in den Anhänger, das ist doch Ja, gut. das müsste passen. Ja, dann läuft das ja, das ist doch schier. Ja, und danach werde ich tauschen mit dem Fritz, glaub mal. Ja, der kann ja auch mal was machen, ne? Ja, der hat ja eure Pastinaken und so weiter gern, aber mir tut der Fuß weh und ich will mal vom Drescher runter. Was Weißt macht er du? denn jetzt? Was macht er denn jetzt überhaupt? Ich behaupte mal, dass der am Hof ist, weil laut GPS ist der am Hof. Ja, wieder ein Bier trinken Ja, wahrscheinlich. hundertprozentig. So, ich mach mal weiter, ja? Ja, ich muss auch weiter. Bis später. Jo, tschüss.
Schreib mal dem direkt mal. GPS, müsste der Hof sein. Ach, da ruft er ja an. Hi Fritz! Ja, hi! Was machst du gerade? Ich war gerade im Tablet drin wegen der Rechnung. Alles gut. Ich hab 25.000 Euro eingetrieben. Vom Anhof? Ja. Boah. Ich hab dreimal Hirse, die Miete habe ich. Ich hab den sogar reduziert. Ich hab den Rabatt gegeben, weil sie mir mitgeholfen haben beim Abfahren. Gerade eben für Feld 4. Ja. Hab ich den 3.000 Euro nachgelassen, aber die holen wir uns beim Steiner wieder. Ja. Können wir machen auf jeden Fall. Du hör mal, ich bin jetzt beim letzten Feld vom Ahnenhof. Ja. Wir hätten ja danach noch zwei Felder vom Rehbachhof. Ja. Und vom Landhandel. Würdest du die dann übernehmen? Mir tut langsam der Puppes weh. Ja, können wir machen, klar. Ja. Weil ich muss mal was anderes sehen außer Drescher. Kein Problem. Wie hat er denn geklappt mit der Erntemaschine? Bis auf das mit dem Kartoffelvorsatz ganz gut. Was war denn da? Ach, das ging irgendwie nicht. Da kriegst du so eine Kiste geliefert und die, da musst du da Teile einbauen und das habe ich nicht hingekriegt. Okay. Da musste der Paul Krummhammer noch kommen, der hat das dann aber gemanagt. Ah, okay, oh Gott sei Dank. Ja, also du bist jetzt wo, bei welchem Feld? Feld 19. Gut, dann würde ich einmal mit dem kleinen Wagen von unserem Mitarbeiter vorbeikommen, oder? Ja, kannst du machen. Weil ich denke mal, der Rehbachhof hat ja bestimmt dann Sachen hingestellt, oder? Ein Anhänger? Wir sollen den Bescheid sagen. Achso, nicht noch besser. Ja, sollen den Bescheid sagen. Aber ich sehe gerade auf dem GPS, da hat er schon einen Anhänger hingestellt an Feld 6. Achso, ja, Feld 6. Ja, Feld ja. 6 und die Wiese da noch, ne? Genau, daneben das. Ja, das kriege ich alles gemacht. Ja. Ne, weil ich muss mal hier runter, ich kann keine Hirse mehr sehen. Weißt du? Alles gut. Ja, nee, wenn du. Ja, ich mach das Feld jetzt noch zu Ende, so ist es ja nicht. Es ist noch eine Bahn ungefähr. Alles gut. Und dann. Ich bin jetzt auf dem Weg. Ja, mach langsam. Ja. Alles ich schreibe dann schon mal die Rechnung für den Steiner auch. Ja, wenn du da fertig bist. Ja, die ist komplett fertig, aber wir müssen dann da gleich, wenn wir ihm dann sagen, wie viel er bezahlen muss, müssen wir ihm auch noch sagen. Achso, die Kartoffeln liegen übrigens erstmal bei uns. Ja. Weil er wollte mich eigentlich anrufen, wenn er beim Landhandel angerufen hat, aber... Der hatte mich angerufen und hatte da schon einen Preis ausgemacht. Und er sagte zu mir, Guido übernimmt die kompletten Kartoffeln. Ja, okay, dann können wir die da hinfahren, ja, umso besser. Ja, dann mache ich das gleich. Ja. Dann gucke ich gleich, was im Lager ist, sagt dem Steiner Bescheid und fahrt ihr zu Guido rüber. Ja, perfekt, mach das mal und ich schreibe dann, wie gesagt, die Rechnung dafür. Ja, alles klar. Und wir können ihn dann ja mal fragen, was er da angesät haben will. Ja, oder so, ja. Ne? Und dann habe ich gesehen... Beim Ahnenhof müssen wir auch noch ein Feld ansehen. Genau, aber das können wir uns ja noch ein bisschen Zeit lassen. Ja. Ne? Mal jetzt erstmal das andere fertig. So, ich bin auf jeden Fall hier. Ja, wieder Schweiz. Letzte Bahn runter. Ja, nicht ganz, da ist auch ein kleiner Pfützel, der gegebenenfalls übrig bleibt. Da muss ich einmal hochfahren nochmal. Ja, alles gut. Ja, aber das kann auch eigentlich. Ich schreibe eben die Rechnung. Ja, mach das.
gleich nochmal da hoch und dann. Ah, wenn er wegfährt, okay. Ich hätte zwar das kleine Stück da oben weggemacht, aber wenn er wegfährt, Pech. Anders. So.
Stefan, was machst du hier? Der Anhänger ist runtergerutscht. Oh ja, das weiß ich. Das ist manchmal ein Problem. Das Rechnungstool ärgert mich auch gerade. Ich versuch's jetzt nochmal. Okay. Ich hab hier genauso einen verkackten Ast, Alter. Leck mich doch am Sommerhut, ey. So, Rechnung ist auch gestellt. Ich steig schon mal hier in dieses Kfz. Oh, jetzt ist hier ganz schön hell geworden da. Ich glaube, der andere ist es. Der hier? Nee, der grüne. Ja, den kann ich schneiden. Normalerweise müsstest du ihn jetzt nur noch ausziehen können. Naja, warte, ich bin dabei. Erarbeitet. Ja, ich sehe es. Das Problem ist, der Motor ist nicht stark genug. Vorsicht! Ansonsten fahr doch mal links runter aufs Feld oder so. Selbst mit Anlauf klappt das nicht. Also dieses Auto, ne? Das klappt jetzt mit dem Drescher aber. Ja. Er rutscht runter. Die ganze Zeit wieder. Ja, warte, ich kann vielleicht mal anhängen oder so. Ja. Ja, die Deichs ist auch schon wieder schief. Ja, das passiert bei dem ruckzuck. Ach ja. Aber jetzt kann sie nicht mehr weiter, jetzt ist er am Baumstamm. Ja, leider kann ich noch nicht anhängen. Warte, nochmal zurück. Nee, immer noch nicht. Genau, jetzt rum, ja, jetzt vorwärts.
Jetzt rückwärts. Nochmal vorwärts. Genau so vorwärts. Ja, jetzt ist er dran. Was eine Geburt. Bitte schön. Dankeschön. Wo muss ich jetzt hin? Feld 8 und Feld 6. Okay. Genau in die andere Richtung. Hoppala. Da hat der Sitz auf einmal so gequietscht. Ja. Der Karl hat mir sogar eben Essen und Trinken gebracht. Boah, das ist aber nett. Ja. Oh, der Streuwagen ist mal weg. Oh, das ist auch gut. Ja. Hast du schon die Rechnung für den Steiner gesehen? Nein, noch nicht. Ich fahre jetzt zum Hof und dann gucke ich mir das mal an. Wie müssen wir da noch weiter? Also habe ich schon an die Gemeinde, aber... Ich werde ihm weitergeben, da rufe ich das Transportunternehmen in Fischtal an. Ja. Lohnunternehmer aus Rehbach, Stefan Schmidt, was kann ich für Sie tun? Ja, hi, hier ist der Gunther vom Agrocenter. Hi. Habt ihr was mit einer Schaufel? Ja. Cool. Was denn? Ein Teleskoplader. Boah, das klingt gut. Können wir uns das mal ausleihen? Was habt ihr denn? 250.000 Liter passt die Naken. Doch, dann viel Spaß beim Schaufeln. Also ich komme jetzt oder so gleich zu euch gefahren, da kann ich dich mit zu uns nehmen. Aber ein Teleskoplader, hast du auch die Teleskopladerschaufel, oder? Ja. Ja, warte, ich frag mal weiter rum, vielleicht hat ja jemand was Größeres hier im Dorf. Ja, mach das. Ja, aber ich glaub nicht. Hast du gehört, was der Hase gerade angerufen? Ja, hab ich gehört. Ja, ich weiß, von wem die sind. Ja, ich auch. So, 141.746 Liter Kartoffeln. Genau. Dann rufen wir doch mal den Steiner an. Bin ich hier richtig? Vielleicht der Ralf, hallo? Dich wollte ich eigentlich, Ralf. Ich wollte eigentlich den Michel haben. Ja, ich kann weitergeben. Das ist lieb von dir, danke. Hier, Michael, der ja, Herr ja, Schmidt. Herr Schmidt, grüß dich. Hi, hi. Du, hi. Ich hab mal ein Ergebnis für dich von deinen Kartoffeln. Ah, das ist doch schön. 141.764 Liter. 151.000. 141. 141, ja, das ist ja. Ja. Grandios. Ja, ich habe auch direkt eine Rechnung für dich. Ja, schickst du, ja. Und zwar 22.940 Euro. Ah, das ist klar. Ich schreibe mir gerade mal auf, damit ich das dann überweise. Ja, ja. Ja, ich muss auch den Transportunternehmen bei euch anrufen, damit der die bei euch weiterleiten kann. Also 141.000 Liter Kartoffeln. Ja. Und du kriegst 23.000, gell? Ja, mit der Aufrunde ist ja. Ja, alles klar. Ne, weiß auf jeden Fall schon mal Bescheid. Ich sag gleich dem Transportunternehmen bei euch Bescheid und dann ja. Stellt ihr die Rechnung bei euch in Fischtal. Perfekt. Danke. Und die ganzen Kartoffeln zum Guido fahren? Ja. Alles klar, wird direkt ausgeführt. Perfekt, danke. Gerne, ciao, ciao. Ciao, ciao. So. Bringen wir das direkt mal da runter.
Schauen wir mal. Was denn jetzt? Wow. Transportunternehmen Fichter hier, der Langhammer Mahlzeit. Der Stefan hier aus Rehbach, grüß dich. Grüß dich, Stefan, grüß dich. Du, hör mal, ich hätte eine Rechnung für einen bei dir aus Fichtal. Ja, erzähl mal. Und zwar für den Steiner. Ja. Der Steiner, der macht doch krumme Dinger, der kriegt kein Geld. Konto ist gesperrt. Ich will ja Geld von dem. Ach so, warte mal, dann muss ich direkt mal das Rechnungstool zücken. Erzähl. 22.940 Euro. Waren, wa? Ja, der hatte bei uns ein Feld, das haben wir nicht mehr. Bitte? Kartoffeln oder was ist das? Oder was? Lohndienstleistung für Rehbach, ja? Ja. So, erzähl mal nochmal. 22.940 Euro. Ihr seid ja teuer geworden da. 22.940. Ja. Wir mussten uns ja auch einen Ernter kaufen, mieten. Hat er. 22.940 an Hamsler sind. In dem Moment raus. Perfekt. Wenn er die bei euch bezahlt hat, sagst du deinem Kollegen bei uns Bescheid? Sag dem direkt Bescheid, der soll dir das Geld überweisen, sonst vergesse ich das. Gut, alles klar, mach ich. Danke dir. Ja, Juti, renn dir. Bis dann. Jo, ciao. Rehbach. Stefan hier, grüß dich. Hi. Pass auf, auf dem Rehbach-Konto ist eine Rechnung offen von 22.940 Euro. Warte, muss ich gucken. Liegst du auf der Couch oder was? Nee, ich bin im Traktor. Also. Ach, warte. Rehbach. Immer dieses Tablet, was ich hier abmelde. Ja, ja, kenn ich. So. Konto. Was hattest du jetzt? Für eine Rechnung von 22.140 Euro. Da, ja. Die kannst du mir auslösen, die ist in Fichtal bezahlt. Perfekt, ich danke dir. Jo, bis dann, ciao, ciao. Ciao. Deine Nichte hat Scheiße gebaut, das kann man mal so sagen. Mahlzeit. Guido, ich ruck's ein Stück vor, dann kommst du ran mit dem Gabelstapler, okay? Ja. Mach mal ein Stück zurück. Boah, was sieht die alles so sexy aus? Ja, weil wir am sexy and I know it. Guck mal, ob du jetzt rankommst. Gerade so. Das ist aber auch doof gemacht. Das müsste man doch seitlich öffnen können, oder? Ich hätte ja eine Idee, aber es macht Spaß, dem Guido zuzugucken. Was ist denn für eine Idee? Wer parkt denn hier schon wieder wie der letzte Idiot? Den Teleskoplader hätte ich genommen. Ja, haben wir eben. Ja, den hätte ich ihn geholt. Weg da, ich muss die Arbeitskleidung noch hinschaffen. Hab ich nicht eben gesagt, wir sollten besser einen Teleskoplader nehmen? Was? Wir brauchen keinen Teleskoplader. Guido, man läuft mit dieser Vertrag mit dem Arbeitsplatz. Ich weiß es auch nicht. Gunther, sei vorsichtig mit dem Gunträger. Ja, natürlich, das läuft hier. Die wird von Pastinaken. Oh, nee, du. Man, gut, die Qualitätskontrolle war schon.
Weg da, du Hammel! Sven hat jetzt trotzdem nicht. Sonst komme ich nicht oben dran. Mach mal gleich, warte. Okay. Guido, ich brauche dann mal noch ganz kurz eine helfende Hand von dir. Der Anhänger steht auch halb oben. Komm nochmal hier die Rücksitzbank mal kurz mit reinheben hier. Oh, ja. Ja, oder? Ach, super, einwandfrei. Das ist ein gutes Klicksystem, ne? Ja, schiebst du einfach auf die Schienen und dann. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. So, ich mach mal. Achso, wir können noch. Warte, Guido, nochmal hier, nochmal mit reinheben. Ja, fasst mal mit an, Jungs und Mädels. Jo. Ist da denn für ein neues Auto hier, sag mal? Warte hin. Ah, nicht die raus, so. Himmel, Herr J. So. Ja, die sind schneller. Oder wollen wir sie umdrehen? Wir können die ohne Fahrtrichtung machen. So ist gut. Beim Rückwärtsfahren wird mir immer schlecht. Stell dich nicht so an. Was sagt er dazu? Cool. Ja. Sehr, sehr schön. Oder? Wollen wir mal sitzen? Da kommen mehrmals wir zusammen, alle kuscheln. So, komm. Komm, wir fahren auf Dauerfest. Der Landhandel gibt eine Runde Kaffee aus. Ja, das ist gut. Wir wollen auch noch mal kurz mit euch was besprechen. Ich will Geld. Ja, wir auch. Hier steht so ein schäbiger Pickup bei uns auf dem Hof rum. Ja, das ist unser. Ist das wichtig? Ach so. Ja, damit wir den irgendwann mal umhandeln können, müssen wir nochmal beschnacken, wie viel wir jetzt für die Pastinaken kriegen. Nee, hier, den Pickup meinte ich eigentlich, den schäbigen. Ja, Pastinaken, das quatschen wir. Komm, beim Kaffee, kommt jetzt. Okay. So. Okay. Aber meine lieben Freunde, damit sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Schaut auf jeden Fall zur nächsten Folge vorbei und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Ciao.